Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video hier auf Buddy Club. Und ich habe heute die Ehre, eine neue Reihe bei uns hier auf dem Channel einzuführen, nämlich die Reihe Angezockt. Ist vielen von euch vielleicht möglicherweise schon ein Begriff oder könnt euch was drunter vorstellen. Bedeutet nichts anderes, wir nehmen uns ein Spiel, fangen bei Null an und spielen mal so, ich sag mal, eine gute Stunde. Und schauen einfach mal, was wir so vom Spiel bisher mitkriegen und was es so taugt. Wir zocken heute, wie sollte es besser sein für den Beginn dieser Rubrik, Assassin's Creed Unity. Und nur damit ihr seht, wir zocken das Ganze auf dem PC, also kein Konsolengedöns hier. Und wir haben auch hier die ganze Grafik voll hochgedreht, bis auf Anti-Aliasing, weil ganz ehrlich, bei 1080p... brauche ich den Mist jetzt nun wirklich nicht. Ich klicke hier mal auf Weiter. Ich habe es eben starten müssen, um überhaupt in die Grafikeinstellungen zu kommen. Ich hoffe, wir können jetzt hier die Erinnerung von vorne anfangen, weil ich habe das jetzt alles mal ganz schön entspannt übersprungen, weil ich wollte mich ja hier nicht spoilern. Wenn wir jetzt gleich direkt im Spiel landen... Ja, okay. Alles klar. Hier ist bisher noch nichts passiert, also hier fängt auch alles an. Dem Kerl sollen wir also folgen, dem Molay. Das Einzige, was ihr jetzt nicht gesehen habt, es gibt am Anfang so ein Auswahlmenü, wo man scheinbar diese ganzen Missionen nacheinander auswählen kann. Ich weiß auch gar nicht, komme ich da hier wieder hin? Letzten Checkpoint, Erinnerung neu starten. Nö, kann man hier nicht umstellen. Ja. Dann lassen wir das doch mal. Wir können sprinten, das ist ja der Hammer. Das Spiel wurde ja mittlerweile, wir haben jetzt Mittwoch, es läuft ja schon 2 Tage in den USA. Seit Montag wurde ja in den Medien schon ziemlich zerrissen bezüglich Performance und Framerate und KKG. Den werden wir uns auch widmen. Jetzt erstmal hier... Erstmal ganz entspannt ein bisschen rumschnetzeln. Die Templar-Artefakte hinten. Ja, dann auf. Waffe ziehen, Parcourslauf aufwärts, Parcourslauf aufwärts, abwärts. Also ich spiele es jetzt auch gerade mit Tastatur. Normalerweise spiele ich Assassin's Creed eigentlich immer auf Controller. Oder mit Controller. Ich dachte, wir gucken einfach mal, wie sich das jetzt mit Tastatur spielt, ob sie da was geändert haben. Ich sehe es auch für sinnvoll an, das bei einer PC-Umsetzung sich mal anzuschauen. Denke aber, dass ich auf kurz über lang dann... What the... Nein. Auf Controller umsteigen werde. Was willst du denn von mir? Da, aufs Maul, Junge. Ja, ja, nicht entkommen. Du mich auch. Ich kletter jetzt einfach mal hier die Leiter hoch. Da trafft ihr eh nicht. So, ich würde gerne hier hoch. Danke. Dann chillen wir uns doch jetzt mal hier die Leitern auf. Müssen wir auch hin, ach, wir müssen immer noch das Templar-Artefakt finden. Alles klar, wir können jetzt hier das Fenster hoch. Alles klar. Zack, zack. Typisch Assassin's Creed. Wir können überall hochklettern, wo wir bockig sind. Wen denn? Wo denn? Wo? Was? Wie? Wer? Wo ist er denn lang? Da runter oder was? Okay, dann folgen wir ihm doch mal. Finden. Sie haben den Turm gestürmt. Ah, da ist er ja. Na dann mal hinterher hier. Assassinen töten. Okay, ja dann auf geht's. Nice, nice Jump, Digga. Hey, komm, mach mal nicht so träge hier. Du hast das schließlich drauf. Lauf, 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 lauf. Ja, wir können durch Flammen laufen. Krass. Voll sinnvoll. Oh ja, das bringt voll viel. Ich weiß ja auch nicht, wo du lang gelaufen bist. Tja, deine versteckte Klinge nützt uns nichts. Drücken, um zu parieren, okay. Das haben sie. Strange. Okay. Jetzt kann ich hier angreifen. Alles klar. Zack. Ah, ich kann auch. Ah, okay. Ich kann auch hier. Mhm. Okay, und dann kann ich parieren und dann kann ich zurückhauen. Alles klar, es ist so ein bisschen Tutorial-like jetzt hier. Um uns einfach mal das Kampfsystem zu erklären. Boah.
Ich bin... Boah, das tat jetzt echt ein bisschen in den Augen weh. Was geht denn hier? Hinterher. Stellt den Idioten da hier. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Haut er uns einfach ab hier. Ja, er wartet schön auf uns. Ne? Er läuft erst weg und dann... schön entspannt auf uns zu warten. So, hier und zack, auf die Fress. Und tschüss. Und da haben wir doch das Artefakt wieder, was wir haben wollten. Keine Chance. Piu! Normal hätte ich jetzt gedacht, Pikachu Donnerschock. Aber, naja. Was hat er da für ein Buch? Zeigt er uns nicht. Auch okay. Was ist das? Tresor im Mittelalter, oder was? Ah, okay. Zum Henker. Okay, das ist auf jeden Fall Templerorden. Codex Pater Intellectus, aha. Ja, sagt mir jetzt nix, weil kenne ich mich nicht aus. Also, was? Ja, das Schwert muss dahin, wo es hingehört. Passt schon. Sehr schön. So toll gemacht. Applaus. Hm, was geht denn da ab? Führen die denn jetzt doch ab? Wer bist du denn? Ah, oh, cool. Er hat uns auf jeden Fall mal getötet. Dankeschön. Sehr freundlich von dir. Sehr, sehr freundlich, definitiv, muss ich sagen. 7 Jahre später. Okay. Sieht aus wie eine Hinrichtung. Hexenverbrennung irgendwie. Nur, dass das Typen sind anstatt Hexen. Aber na gut. Hört mich an. Noch vor Ende des Jahres werdet ihr vor dem Richtstuhl Gottes stehen. Na dann. König Philipp. Für die schmachvolle Schändung des Tempels kann keine Bestrafung schrecklich genug sein. Ach. Ist das hier nicht der... Das ist doch der Kerl aus dem ersten Teil, oder? Nee, kann ja gar nicht sein. Ja, dann sterb mal. Gierig von den Flammen des Zorns verschlungen, fand das Zeitalter der großen Weisheit ein schmerzhaftes Ende. Ja. Einst stolze Bewahrer von Ordnung, Frieden und Erkenntnis gab es nicht mehr. Oh, die Armen. Erfolg vor langer Zeit. Ja, lass einen Sniffer laufen. Wenn Abstergo uns anfängt, hol mich raus. Hä? Okay. Okay. Ich habe ein Bild. Ja, Glückwunsch. Du bist bestimmt verwirrt, also mach ich's kurz. Ich bin Bischof. Nicht wirklich, versteht sich. Aber mehr verrate ich heute nicht. Okay. Bitte hör gut zu. Abstergo will dich benutzen, um mithilfe deiner Neuronen genetische Erinnerungen zu liefern. Na, das Spiel kennen wir ja. Die Typen haben ihre Finger bereits in Zahlen, Regierungen, Pressekanälen und NGOs. Aber NG jetzt was? Wollen sie die Kontrolle über die Geschichte. Mach dich das nervös? Dann ist gut. Aber wir werden sie stoppen. Und ich brauche deine Hilfe. Okay. Ladegensequenz AD16 B13 I87. Was zum Henker laberst du da? Ich verstehe kein Wort. Letzte Woche erhielten wir Zugang zu einem Satz nicht sequenzierter Erinnerungen auf den Helix-Servern. Ja, Glückwunsch. Zunächst wirst du dir eine kleine Probe anbringen, damit du verstehst, wofür wir kämpfen. Okay. Und danach kannst du selbst entscheiden, was passieren soll. Wir warten. Na dann, hau mal rein, zeig mal her. Und dann entscheide ich, ob ich Bock habe oder nicht. Dann sage ich einfach nö und dann ist das Spiel zu Ende, oder was? Halbe Stunde Spielzeit und dann, meh, kein Bock mehr. Dafür, dass es keine Ladezeiten geben sollte, lädt er ganz schön lang. Und viel. Naja, viel. Geht. Geht eigentlich noch. Okay, wo sind denn hier? Versailles. 27. Dezember 1776, okay. Interessant. Hey, was zu essen. Lecker. Arnaud?
Ach, das sind wir. Also so viel weiß ich vom Spiel schon, dass wir Arno spielen sollen. Hier als kleiner Bub. Kann ich nicht mitkommen, Vater? Nur Mut, mein Junge. Du wartest hier. Ich komme wieder, wenn dieser Zeiger ganz oben steht. Das dauert ja ewig. Nicht so lange, wie du glaubst. Und wenn ich zurückkomme, sehen wir uns das Feuerwerk an. Irgendwie habe ich das Gefühl... Und Arno? Keine Abenteuer, ja? Dass das nicht gut geht. Vater. Irgendwie glaube ich, dass das nicht gut geht. Es geht nie gut. Es kann nicht gut gehen. Naja, chillen wir mal ein bisschen in der Ecke rum, ne? Haben wir sonst Besseres nichts zu tun. Riesen Palast und so und wir gammeln hier durch die Gegend. Wer ist sie denn? Ja, dann ne? Typisch. Immer dem Weib hinterher, ne? Immer sind die Weiber schuld. Na, auf geht's. Wobei ich es mal interessant finde, dass wir mal in der Kindheit von jemandem anfangen. Das haben wir so in der Form auch noch nicht gehabt, dass wir die spielen. Oh. Tja. Pech gehabt. Pass halt auf, ey. Kleine Delaware. Keine Ahnung, ich laufe einfach hinterher. Boah, hör auf, Französisch zu reden. Ich weiß, dass es in Paris und Co. spielt, aber ich hasse Französisch als Sprache. Was? Ich soll... Apfel. Ich soll einen Apfel stehlen. Wow, der Hammer. Hier, Apfel. Leg ihn zurück. Was willst du machen? Mich erschießen oder was? Naja. Nö. Kannst doch eh nichts machen. Willst mich umbringen oder was? Idiot. Komm, such mich doch. Depp. Wenn der Misstrauisch schon jetzt komplett rot gefüllt ist, wird er angreifen. Naja. Wen will er denn anfangen? Mit dem Mädchen sprechen. Wo denn? Ach, da drüben. Na, dann laufen wir da doch mal hin, ne? Der ist ja eh noch da hinten beschäftigt. Gehen wir wieder zurück, ne? Na, sonst nichts zu tun. Hast du ihre Apfelgesichter gesehen? Ganz toll, witzig. Elise, ich begleite meinen Vater. Genau wie ich. Wichtige Geschäfte mit dem König. Typisch. Was machen wir als nächstes? Hör doch. Keine Bange, hier drin werden sie uns nie suchen. Ich glaube nicht, dass die uns wegen dem Apfel suchen irgendwie. Das war meine Schuld. Ich habe den Apfel genommen. Mal sehen, wo die hingehen. Oh Mann, ich habe eine doofe Vorahnung, aber ich sag nichts. Wegen dem Apfel werden die sicherlich nicht hier sein. Ich hoffe, dass diese traurige Affäre eure Meinung für unsere Nation nicht beeinträchtigt. Traurige Affäre. Sag ich doch. Man hat doch schon gesehen, wer da liegt. Ja, es war ja klar. Das musste ja passieren. Das musste ja passieren, dass er jetzt tot ist. Und wie bitte? Ja, klar, ich laufe mit fremden Leuten mit. Hast du einen Schaden oder was? Vollidiot. Arno. Arno. Sieh mich an. Wer ist jetzt er? Ja, die Uhr ist dann mal dezent stehen geblieben, ne?